Jo! Ah nee, das war von früher. Jo, wahrscheinlich. Wir gehen rein in die Reaction. Was zitterst du so? Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Wer heiratet? Sie? Jemand, die rechts heiratet. Die im Violett mit dem, das weinrote Ding, die gerade vorne sitzt und hochguckt? Würde ich schätzen, ja. Nee, ganz, die ganz, ganz rechts. Die mit der Kippe in der Hand. So dumm. Dass dem drei Leute... Ich hab nichts verstanden, aber ich muss euch sagen, ich habe noch nie, ich habe noch nie ein Instrument gespielt. Also nicht noch nie, aber ich kann nicht Musik machen. Also ich kann kein Instrument spielen, so sagt man es richtig auf Hochdeutsch. Geht doch einfach rein und guckt, steht nicht vorm Laden und fragt... Let's go, Alter. Hey, dich Bastard, er täuscht an, Warum, also jetzt... Also nichts, aber warum sind alle Leute schwarz da draußen? Kommt hier rein! Ihr kleinen Geburten, Alter! Ey, kann man Zwiebeln pur essen? Haben Sie gerade gewaschen? Weil dem geht's sehr gut. Ja, das waren tatsächlich mal ein paar normale Gegner auf sympathisch angelehnt. Auto kommt noch. Wurde angesniped. Der eine pusht über links, ein Auto kommt noch. Ich habe einen. Ich habe seinen Teamkollegen. Sehr gut, ich habe den anderen, der war so. Oh, alter Mann! Lass mich doch wieder in Ruhe! Ja, weißt du, ich liebe es, wenn Garsten wieder mal so ein bisschen ausrastet. Natürlich, das, was er früher geboten hat, geht nicht mehr heute. Früher hat er die N-Bombe mehr gedroppt als Monte gefurzt hat. Aber ich fühl's, wenn er wirklich ausrastet. Ich kann nichts machen, oder? Und jetzt alle zusammen! Darauf stehen die Frauen! Oh, Baby. Ja, nicht nur die Frauen. Tanzi. Zwei Menschen, die sich reichweitentechnisch von dem Parfüm wirklich die Hand geben. Das ist Marc und Amar. Amar riecht, kann es irgendwo draußen sein, auf einer Bank oder so. Und Amar kann auf einer anderen Bank sitzen. Bruder, die riechst du gegen den Wind. Irgendwie gehen immer die Menschen um mich herum. Ich weiß nicht warum, Chat. Ist das normal? Ja, aber ich bin auch nicht so der Fan. Chat, jetzt mal eine Frage. Wenn ich im Bus bin und da kommt jemand rein, der wirklich so ein penetranten Parfümgeschmack hat, das fuckt mich ab. Also mich fuckt das Real Talk einfach ab. Also wenn jemand reinkommt, der viel zu viel Parfüm drauf hat, das nervt, finde ich. Real Talk. Also jetzt vielleicht auch ein bisschen kontroverse Meinung. Ich habe lieber, wenn Leute ein bisschen nach Schweiß stinken, so ein bisschen nach Schweiß stinken, als wenn sie übermäßig viel Parfüm drauf haben. Also für mich ganz klare Sache. Was? Was? Fragezeichen. Ich finde, so ein bisschen Schweiß geht klar, finde ich. Oh, warte mal. Ist auch noch Haare. So. Hey, holy moly. Nee, Headshot, halt Headshot. Nee! Ja. Die gehen falsche Mitte. Alles gut, kein Problem. Ich akzeptiere das. Auch wenn das tut weh. Man muss Dinge akzeptieren im Leben. Genau. Alles gut, Frau Gott. Haben Sie ein schönes Leben, auch, ja? Ja, okay. Und einen schönen Abend. Danke, das wünsche ich Ihnen auch und wie aufs Bein. Bis dann. Tschüss. So, gut, was ist los, Ulude? Ich lade dich auf ein Milka Schoko. Ich bin einfach kein Fan. Ich werde wahrscheinlich nie warm mit GTA Roleplay. Werde ich einfach nicht. Herz ein. Willst du? Oder Rewizo jetzt machen will? Willst du ein Milka Schoko Herz? Oh nein, es ist runtergefallen! Vielleicht kennt ihr diese TikTok-Challenge, wo Frauen knien problemlos ihre Arme hinter den Körper führen. Hä?
dann. Hey Sascha, könntest du bitte den Fussel auf deiner linken Schulter entfernen? Ich kann nicht abknien, weil meine Knie... Ich kann leider gerade das Experiment nicht nachmachen, weil meine Knie sind wund. Also, vom Tennis gestern. Nein, Spaß. Ich musste Unge nochmal einblasen, damit ich nochmal nach Madeira kann. Triggert, und falls du jetzt gecheckt hast, ob da einer ist, geh weiter. Jo, Kevin, du hast was auf der linken Schulter, sieht aus wie ein Fussel. Okay, ich bin bereit. Also ich möchte es nämlich ernst nehmen. Das Lied ist ein bisschen ruhiger und entspannter. Ich widme dieses Lied meiner Community. Aha. Eins, zwei, drei. Ich werde schon während der Fahrt anfangen, mir die Haare zu schneiden. Nicht, dass sie sich wundern, Herr Witter, ja? Mhm. Wie weit ist es zum Friseur? Digga, seine Cam ist immer oben links. Wir fliegen jetzt hier mit Aeroden A1. We got it. Ey, es ist wirklich so abfuck, immer diese Kameras die ganze Zeit. Kennt ihr diesen Song? Ich glaube, es ist von Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Ja. Oh. Okay. Sing mal vor. Nee, geht nicht. Since You've Been Gone! Moin Leute, Flymax hier. Heute gibt's eine Premiere. GTA RP. Ich könnte niemals in meinem Leben RP machen, weil ich keine Rolle spielen kann. Stellen Sie sich mal vor. Ich bin Max Sancho. Fertig. Ja, freut mich, Sie kennenzulernen. Ja. Die einzelnen Sachen, die in der Stadt wichtig sind. Wo kommt das MG her? Das war auf einmal mal in der Tasche. Drücken Sie bitte den Tab-Muskel. Tab. Witwenmacher? Holy Scheiße! Was ist das hier für ein Praktikum, Mann? Herr Sascha, können Sie bitte aufhören zu tanzen? Wo geht das? Können wir uns irgendwie zur Begrüßung die Hand geben? Geht das irgendwo? Entschuldigung. Ey, oh mein Gott, das ist überhaupt nicht handgeben. Nicht runterfallen, bitte. Ja. Ja gut, Roleplay vielleicht so irgendwie mit Adi oder sowas. Okay, kann ich mir vielleicht vorstellen. Alles gut? Sind Sie sich sicher, dass Sie sich schon trauen, selber zu fahren? Ja, den kriegen wir. Alle Kollegen sind auch dran. Die Kollegen sind auch dran. Oh mein Gott, ja okay. So Gott. Dumm. Das lässt sich ganz anders lenken als das Fahrschulauto. Hallo. Hallo? Why are you running? Hallo? Hallo? Why are you running? Damn. Hallo? Einfach alleine gelassen, nicht Digga. Der Polizist, der einfach durch die Wildnis läuft. Witzig. Oh ja, das zwirbelt. Oh nein. Es geht nur ums Geld. Ihr kriegt nicht genug, ihr kriegt nicht den Hals voll. Es geht immer nur ums Geld. Geld, 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 Geld. Würden die dem irgendwas schenken aus Gold, dann könnten die alles verwenden, was die wollen. Die sieht geil aus. Die 16-jährige Pinja. Die sieht geil aus. Jawohl. Leute, ja, kommt hoch. Der Typ hat euch alle beleidigt gerade. Komm, geh noch einen Schritt. Noch einen. Wenn komm, du Eier hast, wenn du ein Mann bist. Hat euch alle beleidigt. Kellogg's halt. Und Orange ist halt eine Frucht, die wahrscheinlich viel mehr gebraucht. Ja, Digga. Ich sag, Orange hat weniger gegoogelt. Nein! Yo! Bruder, wahrscheinlich. Ja, Orange ist ja auch die Farbe. So dumm kann ja keiner sein. Bruder, was machst du da? Ich sag dir ehrlich, wenn ich ein Kind kriege, dann will ich auch 100% da reinstecken. Ja, aber true. Jetzt mal ehrlich. Okay, ich habe jetzt noch ein bisschen Joghurt im Mund, aber... Ja, genau. Ein Kind, da will man schon das meiste, was man hat, Zeit, Geld investieren. Da will man, wenn man ein Kind bekommt, will man schon alle seine verfügbaren Ressourcen da rein investieren. So, jetzt haben wir's.
Einmal bitte außen rumfahren. Was, Bruder? Was? Bring the action. Ja, ich würde dir gerne helfen. Also ich kann Ihnen einmal diesen Monitor hier empfehlen, aber diese Telefone hier hinten sind auch gar nicht so schlecht. Also ich würde Ihnen die gerne alle empfehlen. Die können auch gerne mit zu den Mitarbeitern kommen. Die können... Ich sammle Nummern von Kollegen derzeit. Ja. Ich würde dann Ihre Nummer auch direkt abspeichern. Ja, kriegen wir. Ja, geiles Video. War ein chilliges Video, Mann. Wirklich. Sehr, sehr geiles Video. Hugo. Nice.